Was für mich was ganz Wichtiges ist, solange mein Körper irgendwie funktioniert, ist Sport halt etwas, was man mir nicht wegnehmen kann. Egal wie scheiße alles andere läuft, Sport und Training kann ich persönlich beeinflussen und es hat keine Einflüsse von außen, die mir irgendwie mein Training oder meinen Sport wegnehmen können. Ich habe dieses Work-Life-Balance-Ding, das habe ich nicht, sondern bei mir gibt es nur Life und da ist Sport halt mit drin, mein Job ist da mit drin und es ist auch irgendwo eine Art, wie man dem Sport und dem Training an sich was zurückgeben kann. Weil wenn ich mehr Leute zu Sport begeistern kann und sie motivieren kann zu trainieren, kann ich dem Sport an sich insofern was zurückgeben, indem ich andere dazu motiviere, es mir nachzumachen oder einfach sich gut zu fühlen, sich zu bewegen. Mein Freundeskreis hat sich so entwickelt, dass eigentlich alle Leute in meinem Freundeskreis treiben Sport. Dann, klar, die ganzen anderen beruflichen Kontakte, die dazugekommen sind. Und ich glaube, jeder kennt das eigentlich, wenn man eine Stunde Training am Tag verbessern 24 Stunden Lebenszeit danach. Breakletics hat mich auch so ein bisschen weggebracht von dem normalen Training, was ich so in Fitnessstudios gemacht habe. Ich habe immer viel nur mit Gewichten gearbeitet, so eher fast Richtung Bodybuilding. Hatte auch mal so den Anspruch an mich, mal auf die Bühne zu gehen in dem Bereich. Aber Breakletics hat mir dann so einen neuen Kick gegeben irgendwie. Weil das normale Training ist mittlerweile auch so langweilig für mich persönlich geworden. Und das Training mit dem eigenen Körpergewicht und was dann alles einfach möglich ist, ja, ist für mich viel, viel interessanter. Und was dazu kommt, ist so ein bisschen dass das Breaken und das Tanzen nicht ganz weg ist so aus meinem Leben, sondern so in Verbindung mit Fitness zusammen für mich einfach dann so ein, ja, eigentlich so ein neues Hobby, neuer Lifestyle. Ich bin da, wo ich herkomme, bei uns in Bergisch Gladbach, in der Nähe von Köln, ist sehr, sehr, ja, ich bin da sehr alleine irgendwie. Und jetzt, wenn wir irgendwie alle uns wiedersehen, im ganzen Team, dann bin ich so, fühle mich so wie mehr unter Gleichgesinnten. Das ist so ein bisschen das Gefühl wie damals in der Crew, wo man gebreakt hat. Und ja, das ist auf jeden Fall, ja, ist so ein bisschen, ja, wie nach Hause kommen, so ein kleines bisschen. Was mich prinzipiell eigentlich immer glücklich macht, ist Musik. Musik ja, holt einen auch so ein bisschen aus dem Alltag raus und kann die Stimmung von jetzt auf gleich so schlagartig verändern. Ja.